Ich begrüße dich zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Heute mache ich ein Interview mit Kurt Tepperwein und zwar zum Thema Das Geheimnis der Wunscherfüllung. Also ich bemerke bei mir selber, manche Wünsche verwirklichen sich sofort und es geht ganz leicht. Manche Wünsche, da brauche ich, das dauert ein bisschen und manche klappen gar nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen mal mit dem Herrn Tepperwein ein Interview und zwar zum Geheimnis der Wunscherfüllung. Also wieso verwirklichen sich manche Wünsche und wieso nicht? Da gibt es doch bestimmt ein Geheimnis, Herr Tepperwein. Herr Tepperwein, sind alle Wünsche machbar oder kann sich jeder Wunsch erfüllen? Nein, sich erfüllen kann er nicht. Der Wunsch kann das von sich aus nicht. Der Wunsch ist nur ein Wunsch. Aber jeder ist ein Schöpfer und jeder kann jeden Wunsch sich erfüllen. Für das Leben gibt es keine leichten und schweren Wünsche oder unerfüllbare Wünsche. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist das Urteil des Ich. Das macht der Verstand, indem er sagt, ja, das ist leicht, das glaube ich. Und das ist aber schon schwierig. Oder sowas braucht ja seine Zeit. Ja? Und das alles sind die Urteile, die das Ich drüber stülpt. Aber das Handicap ist, dadurch wird das Teil des Wunsches und verwirklicht sich mit. Also wenn ich glaube, das ist schwierig, wird es dadurch schwierig, obwohl es genauso einfach gewesen wäre wie alles andere auch. Und wenn ich glaube, dass es seine Zeit braucht, sagen wir mal, den idealen Partner zu finden, ja, für das Leben, das sagt, möchtest du sofort, gar kein Problem, ja, dann könnte das Leben das sofort machen. Jetzt könnte, sagt der Verstand, ja, Moment, während wir hier zusammensitzen, kann ja der Märchenprinz nicht plötzlich auftauchen, doch in ihrem Bewusstsein. Es kann ihm plötzlich einfallen, da hatte ich doch, oder ich kenne den doch, eigentlich ist der doch, da sollte ich mal. Und dann ist er in dem Moment aufgetaucht, wenn sie nicht mehr durch ihren Glauben verhindern, dass das sofort geschehen kann, sondern glauben, das ist ja schwierig, das braucht seine Zeit. Also um Ihre Frage zu beantworten, jeder kann sich jeden Wunsch sofort erfüllen. Ich will nicht sagen, dass das richtig und hilfreich ist. Das ist nämlich eine Ego-Geschichte, Wünsche erfüllen. Aber trotzdem, die Schöpfung ist da ganz großzügig. Sie sagt, okay, kleine Kinder, die noch im Ich-Bewusstsein sind, die gerne rumspielen mit Wunscherfüllung, sollen das haben, das ist okay. Also wenn Sie einen Wunsch haben, Sie können sich jeden Wunsch erfüllen. Ich merke halt bei mir, das Problem ist, dass ich manchmal meinem Ego noch glaube. Ich kann den Glauben an das, was mir der Verstand erzählt, so schwer loslassen. Gibt es einen Trick, wie man einfach diesen Glauben ans Ego loslassen kann? Weil das Ego sagt ja oft, oh, ist schwierig, klappt nicht und so. Was ist das? Wieso glaubt man so arg ans Ego? Oder wie kann man das loslassen? Also nicht ans Ego, an den Verstand. Wieso glaubt man so arg an den Verstand? So, kann man das irgendwie loslassen? Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie das viele Jahre geübt haben. Sie haben viele Jahre gebraucht, um den Verstand überhaupt zu erkennen, in Besitz zu nehmen, zu lernen, damit umzugehen. Und der Gedanke an Bewusstsein ist für die meisten Menschen neu. Ich muss erst einmal mich daran und dann auch noch mich daran gewöhnen, dass ich das bin. Ich könnte leichter damit umgehen, wenn ich sage, ich habe Bewusstsein auch. Mach das genau wie dem Verstand. Ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe auch ein Bewusstsein. Das ginge leichter, weil das sind gewohnte Gedankengänge. Aber Bewusstsein und Gedankengänge schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, jeder Gedanke beendet Bewusstsein. Weil sobald ich einen Gedanken denke, egal was es ist, bin ich ja im Verstand. Und damit im Ich, in meinem Erfahrungsinstrument und damit eben nicht bei Bewusstsein. Also wir müssen uns langsam daran gewöhnen und für mich war es sehr hilfreich, dass ich von meinem Ich in der dritten Person spreche. Ah, okay. Ja, also nicht mehr mein Körper zum Beispiel, ja, aber ich meint immer mich selbst, Bewusstsein. Okay. Aber mein Körper, mein Verstand, das ist Besitz, genau wie mein Auto, meine Wohnung, das ist Außen, das ist Realität, das bin ich nicht. Ich bin Bewusstsein.
Dann habe ich mir Zettel hingelegt überall, um mich daran zu erinnern, wer bist du gerade? Und da habe ich mich immer wieder erwischt. Ja, ich bin gerade im Ich oder im Verstand oder in Gedanken. Also habe ich mich wieder ausgerichtet und mich erinnert, Moment, ich kann das Gleiche tun, was ich tue, aber als ich selbst, als erwachtes Bewusstsein. So. Und mit der Zeit, es hat ziemlich lange gedauert, mit der Zeit wird das zur neuen Gewohnheit und auf einmal sind sie das und es scheint ihnen undenkbar, sich mit ihrem Körper zu identifizieren oder mit ihrem Verstand oder mit ihrer Persönlichkeit. Und dann sagen sie zum Beispiel auch nie mehr, ich habe Kopfschmerzen oder so, ja, weil da sind sie ja wieder in der Identifikation mit dem Körper, sondern mein Körper hat gerade Kopfschmerzen. Führt es denn auch dazu, weil ich weiß, was ich zum Beispiel oft sage, ist, ich habe es schwierig oder, und das heißt ja auch, das würde ich jetzt dann nicht sagen in der dritten Person, dann würde ich differenzieren, mein Körper hat jetzt die und das Symptom oder mein Verstand diese Schwierigkeit. Genau, da würde ich dann differenzieren, was es auch genauer ist und würde das einfach dann nicht mehr, eben halt nicht mehr als ich betiteln sozusagen, weil sondern als... Das Bewusstsein hat keine Schwierigkeiten, okay. Es gibt keine Probleme. Ein Problem, es gibt nur Situationen, Ereignisse, Umstände. Ich verstehe. Und der Verstand stülpt darüber ein Urteil und sagt, schwierig oder leicht und so weiter und macht daraus ein Problem. Genau. Aber das gibt es nicht. Das verstehe ich. Und wenn ich diesen Mechanismus innehabe und mit der Sprache dokumentiere, dass ich sage, mein Verstand hat da gerade ein Problem. Ja, oder mein Verstand kann das jetzt nicht verstehen, was Sie sagen im Moment. Das ist total wichtig, ja, genau. So, dann bleibe ich in dieser Trennung. Wissen Sie, was mir dabei auffällt? Mir fällt auf, dass eine Freundin zu mir, die erinnert mich immer daran, die ist auch schon sehr lang, beschäftigt sich noch länger als ich jetzt mit ihrer Lehre oder mit der von Eckhart Tolle. Und die sagt immer, du sagst immer, ich habe ein Problem, was ist es denn? Und jedes Mal, wenn ich es dann, sie sagt, hör sofort auf, was ist es denn? Und dann, wenn ich es genauer benenne, dann kann man sich auch desidentifizieren mit dem Ganzen. Und dann merkt man einfach, ach, das ist ja, bin ja gar nicht ich, sondern das ist jetzt das und das, aber das hat eigentlich mit meinem Selbst, mit meinem Bewusstsein ja gar nichts zu tun. Und das muss man sich bewusst machen und dann irgendwann merkt man, man ist auf einmal nicht mehr identifiziert, sondern man ist sich bewusst als Bewusstsein und dann ist man erwacht. Genau. Und das muss man einfach üben. Genau. Und damit geht dann auch, wird dann auch der, klar, man glaubt dann auch nicht mehr, was ihm der Verstand erzählt. Das geht doch nicht. Das ist wie wenn ein Freund was sagt. Ja, okay. Das glauben sie ja auch nicht alles, was nur weil es ein anderer sagt, sondern sie akzeptieren einfach, mein Freund ist der Ansicht oder mein Verstand ist jetzt der Meinung, das sei schwierig. Das kann ich durchaus zur Kenntnis nehmen, aber das ist nicht meine Meinung, sondern das ist seine Meinung. Und dann erkenne ich auch, Bewusstsein hat nämlich gar keine Meinung, weil es sich nicht für Meinungen interessiert. Ja. Meinung ist ja nur ein Standpunkt, den man einnimmt, eine Sicht der Dinge, hat ja mit Wirklichkeit nichts zu tun. Bewusstsein interessiert sich nur für Wirklichkeit. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Paar ein Kind möchte und es klappt aber nicht, das würde auch gehen dann in der... Also können sich ja auch erfüllen. Was würde gehen? Dass sie ein Kind bekommen. Wenn sie jetzt angenommen jahrelang nicht geklappt hat Nein, mit dem Kind. Ne? Natürlich nicht. Stellen Sie mal vor, kaum jemandem ist bewusst, welche Arroganz des Egos das ist. Ja? Wir wollen ein Kind. Ja, keiner hat gefragt, ob das Kind auch will. Ob das Kind zu diesen Eltern möchte. Ob das Kind zu diesem Zeitpunkt zu diesen Eltern möchte. Das heißt also, wenn ein Paar ein Kind möchte, was ja durchaus legitim ist, wunderbar, wenn der Wunsch aufkommt, dann sollte das Erste sein, dass man das Kind einlädt und fragt, welche Seele will denn zu uns kommen? Ja, mit welcher Absicht kommst du? Warum kommst du zu uns? Wie können wir dir helfen, das hier vorzubereiten? Das heißt, das zukünftige Kind, die Seele, wird also schon Mitglied, Familienmitglied, bevor sie überhaupt gezeugt ist.
Und dann ist es natürlich eine ganz andere Situation. Dann geschieht es im Einklang. Wenn Sie einfach nur sagen, ich will ein Kind, oder beide sind sich einig, wir wollen ein Kind, dann machen Sie da eine Lehrstelle frei. Aber ob sich da ein Lehrling meldet, das ist wieder eine andere Sache. Das ist nämlich seine freie Willensentscheidung. Und wenn wir das machen könnten, das wäre Vergewaltigung. Ja. Das darf natürlich nicht sein, und Gott sei Dank geht es auch nicht. Überhaupt Wünsche, wo ein Außenstehender, die jetzt nicht nur einen selber betreffen, sondern auch einen anderen, also einen anderen Menschen, da ist es doch auch so, jetzt angenommen, man will einen bestimmten Frau, Mann oder eine bestimmte Frau, die will einen aber nicht. Würde das dann trotzdem klappen? Natürlich auch nicht. Mein Recht endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja, also ich kann durchaus sagen, oder mir auch das verursachen, ich wünsche mir den als Partner. Ja, aber das ist ein Angebot an das Leben. Jetzt muss der andere Teil bereit sein, das anzunehmen. Mhm. Und davor kann ich mich natürlich sympathisch machen. Ich kann unwiderstehlich sympathisch sein. Ich kann ihm wohlwollen, ich kann ihm Liebe entgegenbringen. Ich kann alles Mögliche tun, um das zu begünstigen. Aber es ist die freie Willensentscheidung des anderen, ja zu sagen, dass ich dazu komme. Und sehr oft, sehr, sehr oft, ist die Strafe, dass ich das bekomme, dass ich mir den wünsche und dann sehe, was habe ich da, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich ja nie gemacht. Das Leben weiß es viel besser, wer zu mir passt. Denn wenn ich mir jemanden wünsche, heißt das ja nicht, dass es der Richtige ist. Das heißt das überhaupt nicht. Sondern das heißt nur, der oder die entspricht genau meiner Vorstellung. Ja? Aber ob meine Vorstellung für mich gut wäre, wenn sie erfüllt wäre, ist auch noch eine unbeantwortete Frage. Deswegen sollte man sich das bewusst machen und immer hinter die Realität schauen, also die Wirklichkeit erkennen. Wie ist das denn, wie wäre mir denn zumute, wenn einer verursachen würde, wünschen könnte, er will mich als Partner. Und ich will den gar nicht. Und ich will den gar nicht, ja. Dann wird man sagen, nein, Gott sei Dank geht sowas natürlich nicht. Ja. Also ich kann alles tun, Sache, Dinge, Umstände, Ereignisse, alles, sobald es einen anderen betrifft, ist es auch seine freie Willensentscheidung zuzustimmen oder eben nicht. Und woher weiß ich denn, was das Richtige, das Richtige für mich ist? Soll ich jetzt, woher weiß ich denn, was genau, jetzt angenommen, man hat einen Wunsch, man möchte jetzt die und die Arbeit, aber woher weiß ich denn, was das Richtige ist? Weil das ist ja das Ego. Das Ego sagt, oh, XY hat auch das Haus, ich will jetzt auch ein tolles Haus. Das Ego kommt ja und vergleicht sich, und der Verstand, der gibt ja auch Wünsche vor. Aber es muss ja nicht immer das Richtige sein, was der Verstand sagt. Wer fragt das gerade? Woher weiß ich, was das Richtige ist? Das fragt der Verstand. Das Ego, natürlich. Ja, das Ego und der Verstand. Ja, das Bewusstsein weiß ja. Das Bewusstsein weiß, genau. Ja, aber man muss sich nur das verbinden. Bewusstsein stellt sich diese Frage nicht. Genau. Wenn okay. sich diese Frage stellt, weiß ich, jetzt bin ich wieder mich. Genau. Im Verstand, ich überlege. Ja. Mhm. So. Und das ist meine Entscheidung. Will ich da okay. im Verstand leben oder nehme ich das zum Anlass, gleich wieder zu Bewusstsein zu kommen, online zu gehen und zu schauen, stimmt es? Und dann frage ich nicht, woher weiß ich das? Ich weiß es ja. Es ist eine absolute Gewissheit als Bewusstsein. Da will ich nicht wissen, wie ist das jetzt, woher gekommen? Es ist aus dem einen Sein gekommen und ist mir eingefallen und ich weiß es jetzt. Und Herr Tepperwein, wieso verwirklichen sich manche Wünsche also bei ganz leicht und manche eher nicht? Jetzt bei bestimmten Menschen. Also wieso klappt es bei manchen immer gut und bei anderen klappt das nicht? Kann es da ein Hindernis geben oder was ist der Grund? Warum klappt es und warum klappt es manchmal nicht? Sagen Sie es. Ist doch ganz einfach. Je nachdem, was Sie glauben. Wenn Sie glauben, das ist schwierig, wird es schwierig, weil Sie es glauben. Okay, es ist der Glaube. Wenn Sie glauben, das dauert seine Zeit, dann braucht es seine Zeit. Okay, also kann man sagen, das Geheimnis der Wunscherfüllung ist der Glaube? Nein, das ist ein Teil. Das ist nicht alles. Mhm. Was ist es noch? Was gehört noch zum Geheimnis? Eigentlich gehört, oder für mich der Kern
des Geheimnisses der Wunscherfüllung ist, kann ich in mir die absolute Gewissheit erzeugen, dass mein Wunsch bereits erfüllt ist. Also kann ich aus einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart machen. Das ist das eigentliche Schlüssel. Stellen Sie sich wieder vor, Bibel, Markus 11, 24, da heißt es, bittet um was ihr wollt, also ganz egal, alles ist möglich, bittet um was ihr wollt, glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Das heißt also, es muss erst in mir verwirklicht sein, bevor es außen in Erscheinung treten kann. Denn mein So-Sein ist das Dia, das die Realität projiziert. Und wenn das in meinem Dia nicht enthalten ist, dann kann es natürlich auch außen nicht in Erscheinung treten. Auch ein schönes Wort, in Erscheinung treten. Ja? Das heißt also, nur das, was in mir verwirklicht ist, kann überhaupt Realität werden. Und alles, was in mir verwirklicht ist, muss Realität werden. Weil das Dia bedingt das Bild. Und die Gewissheit der Erfüllung, können Sie nochmal wiederholen, wie erzeugt man die? Erzeugen kann man die eigentlich nicht, aber man kann sie verursachen. Jeder findet sicher einen anderen Weg. Mein Weg, der so zuverlässig funktioniert, dass ich keinen anderen gesucht habe, ist, mich zu bedanken. Ja, indem ich, bei mir beginnt jede Verursachung immer, ich bedanke mich dafür, dass das geschehen ist. Ja? Noch einmal Erinnerung an die Bibel, weil dort, nicht weil ich so fromm bin, sondern weil dort Weisheiten stehen, ewige Weisheiten, unter anderem wie in vielen heiligen Büchern. Und da die Erinnerung, wie Jesus den Lazarus erweckt hat. Er hat nicht gesagt, Lazarus, ich schenke dir ein neues Leben oder wach auf oder sei wieder lebendig oder irgend sowas. Sondern er hat was für mich damals ganz Unerwartetes gesagt. Er hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, wie du mich alle Zeit erhörst. Er hat überhaupt nicht gesagt, um was es geht. Er hat sich bedankt, dass es geschehen ist. Und dann hat er gesagt, Lazarus, steh auf. Also erst hat er es in Besitz genommen, hat die geistige Entsprechung für die Erfüllung in sich geschaffen und dann muss es ja geschehen. Wenn es innen verwirklicht ist, muss es ja außen in Erscheinung treten. Das tut es dann auch immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Das ist für mich das Geheimnis der Wunscherfüllung. Das Entscheidende dabei ist aber, dass ich das nicht nur denke, sondern dass ich das auch wirklich fühle, oder? Beides reicht noch nicht aus. Also Denken reicht gar nicht aus. Ja. Der zweite Schritt, den viele machen, ist sich vorstellen. Aber sie brauchen wieder nur die Weisheit der Sprache nehmen. Eine Vorstellung ist etwas, was da vorne steht. Ja, das habe ich da vor mich gestellt. Das ist eine Vorstellung. Damit habe ich noch gar nichts zu tun. Das ist nur eine Vorstellung. Erst indem ich da hineingehe, das in Besitz nehme und mich in der Erfüllung erlebe und fühle, dass es geschehen ist, jetzt ist es eine innere Entsprechung. Jetzt ist es Teil meines Dias und jetzt muss es auf dem Bildschirm Realität erscheinen. Und das tut es dann auch. Und dieses innere Erleben des Ganzen ist einfach dann mit Bildern nochmal und gleichzeitig auch fühlen und einfach diese Gewissheit haben, dass es sich erfüllt hat. Die Bilder sind nicht erforderlich, die erleichtern nur die Konzentration. Was erforderlich ist, ist diese Energie, dass es geschehen ist. So. Und das ist eigentlich alles. Weil damit ist es bereits auf der Kausalebene verwirklicht. Ja, damit habe ich es geistig in Besitz genommen und jetzt muss es im Außen in Erscheinung treten. Okay. Und wenn aber jetzt man sagt, man hat einen sehr großen Wunsch. Gibt es nicht. Aber jetzt, das ist schon wieder ein Urteil, groß, okay. Klein. Ja. Aber der hat eher, sagen wir mal so, etwas, was halt nicht nahe liegt, sondern es gibt nichts Nahes, Fernes. Gibt's nicht? Das alles sind Urteile des Verstandes. Okay.
Sagen Sie mal ein kleines Beispiel. Jetzt angenommen, ich bin Single und ich wünsche mir aber eine Großfamilie im nächsten Jahr. Wie soll das gehen? Also gut, ich kann eine heiraten, aber ich kann ja nicht 3 Kinder bekommen oder 4 Kinder bekommen. Doch, die hat er schon. Sie heiraten jemanden mit 2 Kindern, schon haben Sie die Großfamilie. Aber und das Leben kennt keine Schwierigkeiten. Okay. Die hat nur der Verstand. Mhm. Ja, okay. Und wenn Sie die weglassen, und Sie brauchen die gar nicht weglassen, wenn Sie nur sich bewusst machen, aha, mein Verstand sagt, ja Moment, Großfamilie bis nächstes Jahr, wie soll das denn gehen? Und das Bewusstsein sagt, das ist mir doch egal. Ja, ich weiß, dass alles möglich ist im Leben. Also, wenn das mein Wunsch ist, dann verursache ich das mal. Bin jetzt mal gespannt, wie das Leben das macht, weil ich keine Vorstellung habe, wie das gehen soll. Genau. Eigentlich muss man nur die Gewissheit der Erfüllung verursachen und dann kann man sich schon freuen, wie es jetzt sich verwirklicht. Natürlich. Ich vergleiche das immer damit, Sie finden in einem Katalog etwas, was Sie schon lange gesucht haben. Und Sie bestellen sich das und im Telefonat sagt man Ihnen, das ist ab Lager lieferbar, also innerhalb von 3 Werktagen ist das bei Ihnen. Und Sie bedanken sich und hängen ein. Ja, Sie haben ja nichts, es hat sich ja nichts geändert zu vorher. Aber Sie freuen sich, weil Sie ja wissen jetzt, Sie sind in der Gewissheit, gut, das muss ja jetzt dieser Tage kommen, kann 4 Tage gehen, wenn die Post, kann sogar schon übermorgen da sein, unter Umständen, wenn es schnell geht, ja. Also, das ist dieses Gefühl, es hat sich nichts geändert, der Verstand kann sagen, ja, wo ist es denn? Ja, sagen Sie, spielt keine Rolle, ich weiß ja, das kommt. Und in dieser Gewissheit, diese Gewissheit verursacht die Erfüllung. Und welche Rolle spielt denn dabei die Aufmerksamkeit? Die Aufmerksamkeit lenkt praktisch Ihre Wunscherfüllungskraft auf das Ziel. Zum Beispiel sollten Sie Zielklarheit schaffen. Mhm. Ja, wenn Sie diffuse Wünsche haben, ich wäre nicht gerne allein. Ja, so. Wenn Sie das so wünschen, kann es sein, eine Nachbarin bittet, Sie auf Ihre 6 Kinder aufzupassen. Dann sind Sie nicht mehr allein. Aber so hatten Sie sich die Erfüllung nicht vorgestellt. Ja. Ja, das heißt also, Sie sollten schon Zielklarheit schaffen, was Sie wirklich wollen. Mhm. Und da hilft die Aufmerksamkeit, dass Sie erst einmal Alternativzukünfte schaffen. Dass Sie sagen, ah, wie wäre das denn so? Oder wenn ich nur mal jemanden, der eigentlich woanders wohnt, der nur mal immer zu Besuch kommen kann oder mehrere, 2 vielleicht. Wenn ich einfach nur Gesellschaft möchte, dass ich Skat spielen will, da brauchen wir ja 3. Da brauche ich 2 Partner. Ja, also was genau will ich? Und dann kann ich das anprobieren und kann fühlen, wäre das denn die Erfüllung oder wäre eher das die Erfüllung, bis ich merke, nein, das trifft es am genauesten, so stelle ich mir das vor und das nehme ich jetzt in Besitz und dann weiß ich bei der Bestellung schon, dass es hinterher auch wirklich passt. Und aber der Verstand kann auch mit dazwischen funken, da muss man auch bewusst sein. Wenn jetzt zum Beispiel aus Angst heraus wünscht man etwas, zum Beispiel ich habe so viel Angst, jetzt brauche ich noch mehr Arbeit, damit das Sie funktioniert nicht. Sie können keine gell? Angst haben. Ja. Sie müssen ins Ich gehen, um Angst haben zu können. Und so, der Verstand kann nicht dazwischen funken, der Verstand kann nur ganz anderer Meinung sein, aber das ist die Meinung des Verstandes und das ist völlig in Ordnung. Und wenn Sie das respektieren, dass Ihr Verstand sagt, das glaube ich nicht, dass das gehen kann, das ist überhaupt völlig unmöglich, sage ich, okay, das ist deine Meinung, respektiere ich, kann ich mir vorstellen, aufgrund deiner Lebenserfahrung bist du zu dieser Meinung gekommen, ich will dich auch gar nicht von meiner überzeugen, ich respektiere deine Meinung, aber ich habe die innere Gewissheit, dass es geht. Und wenn er dann sagt, ja, wie soll das denn gehen, sage ich, weiß ich nämlich auch nicht, aber muss ich auch gar nicht wissen bei der Bestellung. Ich muss bei der Bestellung nämlich nicht wissen, wo in Ihrem Lager liegt das und in welchem Päckchen schicken Sie mir das und über welche Station kommt das hierher. Das muss ich alles gar nicht wissen. Ich muss nur wissen, ist lieferbar, ist in 3 Tagen da, okay, Sache erledigt, ich bleibe in dieser Gewissheit. Die verursacht das. Wenn also der Verstand
wenn ich das sehe als einen anderen, einen Dritten, der Meinung ist, das geht gar nicht, und ich respektiere das, lasse die Meinung einfach im Raum stehen, dann wird das nicht meine Meinung und hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Genau. Dann kann man ja sagen, man sollte eigentlich den Verstand wie ein Haustier betrachten. Das ist halt immer... Nein. Das ist so irgendwie herabwürdigend, finde ich. Wie ein Freund, wie ein Bekannten. Okay. Ja, das ist ein guter Freund, der meint es ja gut mit Ihnen, der will das Beste, aber er hat halt eine andere Erfahrung gemacht als Sie. Und so wie Sie, ein Freund, Sie sind ja auch nicht mit jedem Freund immer einer Meinung. Ja, aber Sie respektieren, dass der Freund einfach anderer Meinung ist, und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und dann ergibt das auch gar kein Problem. Dann haben Sie eine Meinungsverschiedenheit, aber keine Auseinandersetzung, sondern Sie haben eine unterschiedliche Sicht der Dinge. Und dann schauen wir mal, das Leben wird ja entscheiden, in ein paar Tagen wissen wir es, also was soll's. Ja, okay. Und Herr Tepperwein, wie wird man denn, wie kann man denn, was kann man denn sagen, wenn man ein Magnet für Fülle werden möchte? Wie wird man ein Magnet für Fülle in sämtlichen Lebensbereichen? Also wie wird man einfach wie zieht man das Glück an? Es ist völlig egal, was Sie anziehen wollen. Sie machen sich magnetisch für Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Glück, Beziehung, für was immer Sie wollen, indem Sie einige Schritte tun. Gehen wir die mal durch. Ja? Also, der erste Schritt ist Zielklarheit natürlich. Ich muss genau wissen, was ich will. Zweitens, sich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg. Und wichtig, das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung und der Dankbarkeit verbinden. Warum? Mit Ihrem Zauberstab Gedankenkraft geben Sie der gewünschten Zukunft die gewünschte Form. Aber die Kraft der Erfüllung liegt im begleitenden Gefühl. Also diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn ich nur das begleitende Gefühl ausschicke ohne Form, dann weiß das nicht, was es jetzt verwirklichen soll. Und wenn ich nur die Form ausschicke, dann bleibt das eine Vorstellung, aber die hat keine Kraft zur Verwirklichung. Also brauche ich beides, noch einmal der Schritt, das ist eigentlich auch schon der Schlüssel, mich in der erfolgten Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg, und ich verbinde das mit Freude, Erleichterung, Dankbarkeit, sag, schön, dass das jetzt ist, wow, klasse, da freue ich mich drauf, ja, und bleibe, und das ist der nächste Schritt, bleibe in dieser absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis es Realität ist. Okay. Ich muss nicht dauernd daran denken. Ich muss überhaupt nie mehr daran denken. Aber wenn ich daran denke, dann, ach ja, wow, das muss ja jetzt auch bald kommen. Ja? Also ich bleibe in der Erfüllung, gehe nicht wieder in den Verstand und sage, ja, hoffentlich hat das geklappt. Oder das ist abbestellen. Mhm. Ja? Oder das wäre schön, wenn das in Erfüllung ginge. Dann habe ich es ja nicht mehr. Dann muss ich ganz neu bestellen. Dann habe ich gerade abbestellt. Und wenn man das Ganze jetzt mal vollzieht praktisch, dieses Geheimnis sozusagen, kann man da sagen, wie lange das dauert? Muss ich dann eine Stunde das Ganze oder eine Minute oder erstmal das praktisch und dann einfach nicht mehr rausfallen, also nicht mehr abbestellen, nicht mehr abbestellen. Gibt es da, würden Sie da eine Zeitdauer, muss ich mir das eine Stunde lang jetzt so verinnerlichen oder sagen Sie, das kann 3 Minuten dauern? Können Sie sich alles selbst beantworten. Wenn Sie, bleiben wir bei dem Beispiel Warenversandhaus, wenn Sie dort bestellen, wie oft wiederholen Sie diese Bestellung? Einmal. Na eben. Es wäre ja albern, das öfter zu machen. Okay. Dann würde die an der anderen Seite sagen, ja, das haben Sie doch schon bestellt. Mhm. Ja, also erübrigt sich die Frage. Aber wenn Sie glauben, dass das erforderlich ist, dass man das mehrmals macht, wird es durch Ihren Glauben erforderlich, dass man das mehrmals macht. Alles klar, natürlich, genau, okay. Wenn man jetzt aber merkt, das klappt irgendwie nicht, was kann man dann machen? Geht nicht, das gibt es ja nicht. Ein Misserfolg ist nicht möglich. Warum? Allein das Wort Erfolg sagt ja schon, die Weisheit der Sprache, Erfolg ist etwas, das erfolgt. Ja? Damit Erfolg erfolgen kann, muss etwas vorausgehen. Das, was vorausgeht, bestimmt das, was erfolgt.
ganz klar. Also die Bestellung bestimmt ja das, die Lieferung. So. Das heißt also, es erfolgt immer das, was Sie bestellt haben. Deswegen ist ein Misserfolg, das Leben macht keine Fehler. Ein Misserfolg ist nicht möglich. Deswegen, wenn das bei mir nicht klappt, heißt, ich habe wieder abbestellt, weil ich Zweifel hatte zwischendurch. Habe ich auf meinen Verstand gehört und habe gedacht, hoffentlich klappt das. Dann ist das auch kein Misserfolg, sondern für das Leben sind das zwei Bestellungen. Sie haben etwas bestellt und das wäre geliefert worden und Sie haben es abbestellt. Und dann ist die Lieferung gestrichen worden und dann passiert nichts. Aber das waren zwei Aufträge und die sind beide ausgeführt worden. Okay. Und wenn man jetzt eine Situation hat, die zum Beispiel schiefgelaufen ist, was kann man da machen? Jetzt angenommen, man hat seine Frau betrogen, sie hat es herausbekommen, für sie war die Treue sehr wichtig und jetzt will sie mich nicht mehr. Ich möchte aber sie unbedingt wieder zurückhaben. Ich wünsche mir, dass ich sie unbedingt wieder, dass ich es wieder gut machen kann, aber sie will nicht mehr. Dann? Das kann man nicht wieder gut machen. Aber da muss man natürlich wissen, auch das ist ein Ego-Problem. Weil Bewusstsein hat nicht den Anspruch, dass der andere ausschließlich mich mögen muss. Ja, das ist sowas von Arroganz des Egos. Für das Bewusstsein ist das richtig erschreckend, dass jemand diesen Anspruch hat. Aber für ein Ich ist das ganz normal. Ja, da ist das ein Treuebruch und Bruch des Eheversprechens oder du hast mein Vertrauen missbraucht und was weiter. Das waren alles Unterstellungen, dass der andere das nicht tut. Liebe ist nicht etwas, auf das ich Anspruch habe, sondern wir sind nicht hier, um geliebt zu werden. Wir sind hier, um zu lieben. Und wenn das beantwortet wird, wunderschön. Aber das Schöne ist, es gibt keine Enttäuschung in der Liebe, weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Das heißt also, ich kann ja dann, wenn ich meine Frau betrogen habe, im Ich-Sinne, kann ich sie ja weiter lieben. Sie kann mich hassen, aber sie kann mich nicht hindern, sie weiter zu lieben. Und wenn ich mich darin erfülle, zu lieben, und nicht haben will. Das Problem beginnt, wenn ich haben will. Ja? Oder haben will, dass meine Liebe auch erwidert wird. Dann sind wir schon wieder im Ich. Ja? Wenn ich also im Bewusstsein bin und bin in der Liebe, da kann mich niemand daran hindern. Dann hat es immer ein Happy End. Es ist viel erfüllender auch zu lieben. Natürlich. Genau, okay. Aber jetzt angenommen, man hat eine Firma und die Firma ist pleite gegangen. Dann ist etwas schiefgelaufen. Was kann ich dann tun? Was ist da schiefgelaufen? Das Leben hat mir eine ganz wichtige, interessante Erfahrung vermittelt. Du hast die falschen Ursachen gesetzt. Du wolltest Erfolg haben, aber schieflaufen gibt es ja nicht. Ich, Leben, mache keine Fehler. Also hast du was Falsches verursacht. Ja? Also musst du mal zurückgehen und sehen, wo habe ich denn da falsche Ursachen gesetzt, die zu diesem Ergebnis geführt haben, dann mache ich mir das bewusst, dann lerne ich daraus und dann kann ich sagen, Leben, danke, dass die Firma pleite gegangen ist. Jetzt habe ich meine Lektion verstanden. Jetzt habe ich begriffen, ich kann natürlich einfach mich nicht nur hinstellen und sagen, ich wünsche mir, dass die Firma ein Erfolg wird und dann verursache ich was ganz anderes. Also habe ich das jetzt gelernt und nehme diesen Rückschlag überhaupt nicht als Rückschlag, sondern alles, was geschieht, ist immer ein Geschenk des Lebens, eine Chance zum Besseren. Also habe ich meine Lektion gelernt, sage danke Leben, ich habe verstanden, okay, jetzt nehme ich also den Erfolg meiner Firma in Besitz, bevor ich sie gründe, jetzt setze ich die richtigen Ursachen, ja, und dann funktioniert es auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel, nur weil wir jetzt bei dem Thema sind, jemand spekuliert und spekuliert mit Aktien, nur als Beispiel, und wenn es dann nicht klappt, dann hat er praktisch einen Fehler gemacht im Ursachensetzen? Nein, schon indem er spekuliert hat. Ja, spekulieren heißt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, da bin ich im Ich, im Verstand, da kann ich nach Wahrscheinlichkeiten gehen, nach Lebenserfahrung. Besser ist, ich gehe online und frage, ist das überhaupt richtig, dass ich mich mit Aktien befasse? Ist das richtig, dass ich mich mit dieser Aktie befasse? Ist das richtig, dass ich mich mit dieser Aktie zu diesem Zeitpunkt befasse?
Wie viel davon sollte ich entsprechend zu meinen Möglichkeiten nehmen? Dann mache ich gleich das Richtige und dann geschieht auch das Richtige. Können Sie nochmal jetzt in diesem Interview auch wiederholen, was Sie meinen mit online sein? Okay, also wir, ich muss überlegen, wie weit muss ich ausholen zum Verständnis, noch einmal ganz von vorne. Also, es gibt die Ursache dieser ganzen Schöpfung ist ein Sein, ein Bewusstsein, das in den verschiedenen Religionen verschiedene Namen bekommen hat. Im Prinzip meinen wir damit Gott. Aber das allein hat schon ein Missverständnis in sich. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich an Gott, dann bin ich da und da ist Gott, an den ich denke, dann habe ich mich von ihm getrennt. In Wirklichkeit sind wir alle ungetrennte Teile dieses einen Seins. Und wenn ich ein ungetrennter Teil bin, bin ich also in ständiger Verbindung. Ich bin ja ungetrennt, ja. Das heißt, ich kann jederzeit meine Aufmerksamkeit auf diese Verbindung richten, aktiviere sie dadurch und kann mir etwas einfallen lassen, kann eine Frage stellen, erkenne die richtige Antwort. Das ist auch eines der Geheimnisse. In jeder Frage, die jemand haben kann, ist bereits die perfekte Antwort enthalten. In jeder Aufgabe, in jedem Problem, was wir als Problem empfinden, in Wirklichkeit ist das eine Aufgabe, in jeder Aufgabe ist die vollkommene Lösung enthalten. Ja? Das heißt also, das Leben liefert nie eine Aufgabe ohne die, oder eine Frage ohne die Antwort mitzuliefern, ohne die Lösung mitzuliefern. Also brauche ich bloß meine Aufmerksamkeit darauf richten, nochmal die Frage und jetzt mache ich mir die richtige Antwort bewusst oder die Aufgabe und ich mache mir die perfekte Lösung bewusst und dann mache ich gleich das Richtige. Okay. Alles klar. Mhm. Nehmen Sie doch mal irgendeine Frage als Beispiel. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, ach, man wünscht sich den idealen Partner. Man will den idealen Partner. Okay, ja, gut. Ja. Lass mal es dabei. Und jetzt, wo ist da die Lösung? Also jetzt, man möchte den idealen Partner. Wie kann ich da dann die Lösung schon erkennen? Eben. Schauen Sie doch mal hin. Also jetzt machen wir uns die Frage bewusst. Ich wünsche mir den idealen Partner. Aha. Also, wer wünscht sich den idealen Partner? Ist das jetzt wirklich das Ich, wie ich das gesagt habe, oder war das ein Versehen? Müsste ich also sagen, ich selbst wünsche mir den idealen Partner. Wenn ich das denke, weiß ich, kann es nicht sein. Das kam aus dem Ich, denn ich selbst wünsche nicht. Okay. Ja, ich selbst ziehe ja magnetisch zur rechten Zeit den richtigen an. Also kann ich mir gar nicht wünschen. Also ist die perfekte Antwort, du wünschst dir den idealen Partner, weil du im Ich bist. Ich ist aber getrennt von allem. Hm. Da ist ein Du und ein Ich. Und da bin ich in der Trennung. Und in der Trennung kann ich nicht in der Gemeinschaft sein. Also muss ich erstmal die Trennung aufheben und muss wieder zu Bewusstsein kommen und muss mich bereit machen für den richtigen Partner, in dem ich der ideale Partner bin. Natürlich, der andere will ja auch den idealen Partner. Und schon kann ich ihn überhaupt nicht mehr verfehlen, weil ich ihn automatisch anziehe. Dann bin ich magnetisch für den richtigen Partner. Das liegt alles in dieser Frage. Ich wünsche mir den richtigen Partner. Also zwei Dinge nochmal. Ich ist das Problem und wünsche mir zeigt, ich bin nicht bei Bewusstsein. Ja, ein anderes Beispiel, weil ich auch sehr viele Zuschriften bekomme oder E-Mails oder Anfragen bekomme von Leuten, die möchten irgendwie alles, also viele sagen, ich möchte gerne ein Start-up gründen. Ich weiß die Idee noch nicht genau, aber ich möchte eine eigene Firma irgendwie. Es ist noch nicht ganz genau, aber es muss mit irgendwie mit Bewusstheit zu tun haben. Und was ist da das Problem? Jemand möchte eine eigene Firma gründen, er weiß noch nicht genau wie, oder? Stellen Sie sich vor, Sie rufen beim Warenversandhaus an und sagen, wisst Sie, ich hätte gerne was Nettes zum Anziehen, was mir gut steht, was mich schlank macht. Dann sagt die bitte, so geht das nicht. Sie müssen Katalognummer, also Kundennummer, Katalognummer, Farbe, Größe,
Ich kann Sie jetzt hier, kann hier jetzt keine Kleidungsberatung machen für Sie. Also Sie müssen erst einmal klären, was Sie genau wollen. Und wenn Sie wissen, was Sie wollen, rufen Sie wieder an. Und das müssen Sie denen auch sagen, die ein Startup, ich hätte gerne ungefähr, das soll erfolgreich, aber ich weiß noch nicht genau, was beinhaltet. Das ist gar nichts, das ist nicht bestellbar. Ja, also das sind noch Fantasien, das kann man machen als Anfang, aber nicht als Bestellung. Dann muss ich erstmal klar werden, wenn also der andere verstehen würde, was das Leben sagen würde, wenn er die Sprache des Lebens versteht, wird das Leben sagen, komm bitte wieder, wenn du weißt, was du willst. Genau. Und gibt es denn, wie versteht man denn die Sprache des Lebens besser? Weil oft, man bekommt doch Zeichen. Also ich glaube, man bekommt ständig eben den Spiegel vorgehalten. Aber manchmal oder früher habe ich auch vieles nicht verstanden gleich. Sie haben es ja gerade wunderschön gesagt. Früher habe ich nicht. Das Ich versteht die Sprache des Lebens nicht. Das Leben deutet das als Zeichen. Aber das Leben spricht ganz klar, sehr präzise. Ja? Aber in seiner Sprache natürlich. Nicht in Worten, in Informationen, sondern in Ereignissen. So. Also ich schaue in den Spiegel der Lebensumstände und sehe, was stimmt denn da oder was stimmt nicht. Und aha, was stimmt da, das kann ich genießen, das bleibt so. Was stimmt nicht, aha, wie würde das denn stimmen? Jetzt schaue ich wieder in den Spiegel, kann wieder mit Alternativen spielen, wie beim Kleiderschrank, soll ich das anziehen oder das? So kann ich jetzt mit Zukünften spielen. Wie wäre es, würde das stimmen oder eher das oder nee, das hier. Ja. Und dann kann ich mich in die Erfüllung versetzen, probeweise, ja, ohne es zu verursachen. Probiere das mal an, wie in der Boutique jetzt. Ich denke, das steht mir, aber das weiß ich, ich muss das anziehen. Und dann sehe ich ja, also so kann ich auch eine Zukunft anziehen. Ich schlüpfe in eine Zukunft hinein und fühle mal, wie fühlt die sich an. Bringt die mir die Erfüllung, die ich mir davon verspreche, bis ich eins habe, ich bin eigentlich wegen dem gekommen, ich dachte, das ist es, aber nee, das ist es jetzt, das nehme ich mit. So. Und genauso mache ich es mit den Zukünften. Also ich probiere das an und dann weiß ich ganz klar, was ich will und ich weiß auch gleich, dass es auch wirklich die Erfüllung bringt, die ich mir davon verspreche. Ich glaube, in meinem Leben ist das größte Hindernis, weil ich immer wieder mit dem Verstand identifiziert bin. Und das ist die Aufgabe einfach. Es ist einfach, oder? Würden Sie auch sagen. Das ist doch das größte Hindernis, dass man immer wieder rausfällt. Das ist doch, oder? Rausfallen können Sie nur, wenn Sie schon drin waren. Ja. Ja. Also unterstellen wir mal, die meisten waren überhaupt noch nie drin. Okay. Im Bewusstsein, die kennen nur den Verstand und das Ich. Und die sind in dieser Identifikation und die sagen, ich bin ich, wer denn sonst? Ja, also alles andere ist Spinnerei. Ich bin da Realist. Ja, genau. Und sie wissen gar nicht, was sie sagen. Sie meinen, sie hätten jetzt bekräftigt, dass sie im Unrecht sind. In Wirklichkeit haben sie gesagt, ich bin Realist. Das heißt also, ich identifiziere mich mit einer Wirkung, nicht mit der Wirklichkeit, sondern mit dem Ergebnis, mit der Realität. Und ich bin Realist, ich lasse mich von Tatsachen beeindrucken. Klopfen Sie auf die Schulter, sagen, ich bin Realist, sind ja schließlich Tatsachen. Ja? Was sind Tatsachen? Tatsachen sind Sachen, die mal so getan worden sind, die können jederzeit anders getan werden oder sie bleiben so. Aber mich beeindrucken Tatsachen überhaupt nicht, das ist nur eine Momentaufnahme, im Moment ist es so. Und wenn es in Ordnung ist, dann kann es so bleiben. Und wenn es nicht mehr stimmt, dann muss das geändert werden. Dann wird es geändert. Aber die Realität ist bereit, jede gewünschte Form anzunehmen, die ein Schöpfer ihr gibt. Und deswegen ist Realität ein vorübergehender Zustand, der mich überhaupt nicht beeindruckt. Weil jede Realität ist möglich. Okay. Und darf ich noch die letzte Frage, die ich jetzt zum Thema habe. Was ich halt merke ist, je voller meine Tage sind und je mehr Reize von außen auf mich zuströmen, desto schwieriger ist es eben in der Bewusstheit zu bleiben. Wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie das
gemacht? Wie sind Sie, wie war Ihre Entwicklung? Haben Sie sich dann auch, wie soll ich sagen, nicht jeder Situation ausgesetzt und sind mehr in der Stille geblieben oder mehr zurückgezogen? Oder haben Sie trotzdem auch einen sehr, sehr vollen Tag gehabt und viele, viele Termine? Oder wie war das bei Ihnen? Ich habe immer einen sehr vollen Tag gehabt, weil ich ein ausgefülltes Leben lebe. Da bleiben keine Lücken, aber ich identifiziere mich nicht mit den Ereignissen. Ich habe also, das Außenrealität ist für mich wie ein Film. Ja, der läuft ab und wenn er mir gefällt, lehne ich mich zurück und genieße ihn. Und da es aber ein interaktiver Film ist, kann ich also eingreifen. Und wenn ich also meine, da könnte ich etwas verändern, für mich stimmt das lieber so, dann greife ich ein und setze eine neue Ursache. Und dann ist also alles, was nicht stimmt, nicht ein Problem oder eine Schwierigkeit, sondern eine Chance zum Besseren. Und so bin ich also dauernd auf dem Weg in ein immer idealeres Leben. Aber ich lasse mich nicht reinziehen in den Film, sondern ich bleibe der Zuschauer, der Beobachter, ja, und sehe nur, aha, da ist der Film jetzt in Übereinstimmung mit mir oder da nicht. Und da habe ich die Chance, da was draus zu machen oder das Ideal zu finden jetzt und zu verwirklichen. Das ist wunderschön, das ist eine faszinierende Aufgabe. Und so ist das ganze Leben eine faszinierende Aufgabe, bis sie irgendwann natürlich ständig bei Bewusstsein sind und auf einmal die Erfahrung machen, es gibt überhaupt nichts mehr zu ändern. Weil als erwachtes Bewusstsein ziehe ich natürlich durch mein so erwachtes So-Sein auch nur noch entsprechende Ereignisse an. Das heißt also, alles, meine Lebensumstände entsprechen meinem erwachten Bewusstsein, da gibt es nichts mehr zu ändern, da gibt es nichts mehr zu tun, da kann ich nur noch dankbar und voller Freude genießen, was das Leben so bringt. Und deswegen ist das einzige Ziel und die Krönung des Lebens, dass wir endlich aufwachen, weil die meisten Menschen sterben, ohne je gelebt zu haben. Die sind überhaupt nie aufgewacht, die bleiben in der Realität, dass ich aufwache in die Wirklichkeit und erkenne, wenn ich stimme, dann stimmt ja auch mein Leben. Was sollte ich ändern? Ja, ich könnte ja bestenfalls das Zweitbeste erreichen. Also da fusche ich dann nicht mehr drin rum. Ich sorge nur dafür, dass ich stimme und schaue im Spiegel der Lebensumstände, dass mein ganzes Leben natürlich ebenso stimmt, weil ich bin die Ursache für meine erlebte Realität. Super, vielen Dank. Toll. Vielen Dank, Herr Tepperwein. Haben wir's? Haben wir alles, ja. Gut. Haben wir alles. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Das waren jetzt wieder ganz, ganz wichtige und pragmatische Schritte, die wir für die Anwendung der Tepperwein-Methode, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, brauchen. Ich freue mich, wenn du einen Ausgleich schaffen möchtest, und Informationen zu mir, zu meiner Arbeit, meinen Interviews findet ihr auch auf meiner Webseite, die ich jetzt einblende und die auch unter dem Video auf YouTube steht. Da stehen noch mehrere Informationen zu mir. Dann bis bald und ja, bis bald. Ciao.